Pippi Langstrumpf, 10. Kapitel. Pippi tritt als Lebensretterin auf. Eines Sonntagnachmittags saß Pippi da und überlegte, was sie anfangen könnte. Thomas und Annika waren mit ihren Eltern zu einer Teegesellschaft eingeladen, so dass Pippi ihren Besuch nicht erwarten konnte. Der Tag war mit allerlei angenehmen Beschäftigungen ausgefüllt gewesen. Pippi war zeitig aufgestanden und hatte Herrn Nilsson Saft und Brötchen ans Bett gebracht. Er sah so niedlich aus, wie er in seinem hellblauen Nachthemd dasaß und das Glas mit beiden Händen festhielt. Dann hatte sie das Pferd gefüttert und gestriegelt und ihm eine lange Geschichte von ihren Reisen auf dem Meer erzählt. Danach war sie ins Wohnzimmer gegangen und hatte ein großes Bild auf die Tapete gemalt. Das Bild stellte eine dicke Dame in rotem Kleid und schwarzem Hut dar. In der einen Hand hielt sie eine gelbe Blume und in der anderen eine tote Ratte. Pippi fand, dass es ein sehr schönes Bild war. Es schmückte das ganze Zimmer. Dann hatte sie sich an ihre Kommode gesetzt und ihre Vogeleier und Schnecken angesehen. Da waren ihr all die wunderbaren Pläne eingefallen, da waren ihr all die wunderbaren Plätze eingefallen, wo sie und ihr Vater das alles gesammelt hatten, und die kleinen netten Läden in der ganzen Welt, wo sie die vielen schönen Sachen gekauft hatten, die jetzt in den Schubladen der Kommode lagen. Danach hatte sie versucht, Herrn Nilsson Schottischtanzen beizubringen, aber er wollte nicht. Einen Augenblick lang hatte sie überlegt, es mit dem Pferd zu versuchen, aber dann war sie lieber in die Holzkiste gekrochen und hatte den Deckel über sich zugemacht. Sie hatte gespielt, dass sie eine Sardine in einer Sardinenbüchse sei, und es war bloß schade gewesen, dass Thomas und Annika nicht dabei waren, dann hätten sie auch Sardinen sein können. Aber jetzt wurde es dunkel. Sie presste ihre kleine Kartoffelnase gegen die Fensterscheiben und sah in die Herbstdämmerung hinaus. Da fiel ihr ein, dass sie schon seit ein paar Tagen nicht ausgeritten war, und sie entschloss sich, es jetzt gleich zu machen. Das würde ein netter Abschluss für einen angenehmen Sonntag sein. Sie setzte ihren großen Hut auf, holte Herrn Nilsson, der in einer Ecke saß und mit Murmeln spielte, sattelte das Pferd und hob es von der Veranda herunter. Und dann ritten sie los. Herr Nilsson auf Pippi und Pippi auf dem Pferd. Es war ziemlich kalt. Die Wege waren gefroren und es klirrte ordentlich, als sie angeritten kamen. Herr Nilsson saß auf Pippis Schulter und versuchte, ein paar Zweige von den Bäumen zu greifen, an denen sie vorbeikamen. Aber Pippi ritt so schnell, dass es ihm nicht gelang. Die vorbeisausenden Zweige klatschten ihm nur ein paar Mal tüchtig um die Ohren und er hatte Mühe, seinen Strohhut auf dem Kopf zu behalten. Pippi ritt durch die kleine Stadt und die Leute drückten sich ängstlich gegen die Hauswände, als sie vorbeigestürmt kam. Die kleine Stadt hatte natürlich einen Marktplatz. Da standen ein kleines gelb gestrichenes Rathaus und mehrere alte, hübsche, einstöckige Gebäude. Ein großes Haus gab es auch dort. Das war ein dreistöckiger Neubau, der Wolkenkratzer genannt wurde, weil er höher war als alle anderen Häuser der Stadt. An so einem Sonntagnachmittag wirkte die kleine Stadt sehr still und friedlich. Aber plötzlich wurde die Stille von lauten Rufen unterbrochen. »Es brennt im Wolkenkratzer! Feuer! Feuer!« Von allen Seiten kamen Leute mit erschrockenen Augen angelaufen. Ein Feuerwehrauto fuhr mit andauerndem Getute durch die Straßen und die kleinen Kinder der Stadt, die es sonst immer lustig fanden, die Feuerwehr zu sehen, weinten vor Schreck, weil sie glaubten, dass es auch in ihrem Haus anfangen könnte zu brennen. Auf dem Marktplatz vor dem Wolkenkratzer sammelte sich eine Menge Menschen und die Polizei versuchte, sie auseinanderzutreiben, damit die Feuerwehr durchkommen konnte. Aus den Fenstern des Wolkenkratzers schlugen lodernde Flammen und die Feuerwehrmänner waren von Rauch und Funken eingehüllt, aber sie gingen mutig daran, das Feuer zu löschen.
Das Feuer hatte im Erdgeschoss begonnen, aber es breitete sich schnell aus bis in die oberen Stockwerke. Da sahen die Menschen, die auf dem Marktplatz versammelt waren, plötzlich etwas, was sie vor Schreck aufschreien ließ. Ganz hoch oben im Haus, unterm Dach, war ein Zimmer. Am Fenster, das gerade von einer kleinen Kinderhand geöffnet wurde, standen zwei kleine Jungen und riefen um Hilfe. »Wir können nicht raus! Jemand hat Feuer auf der Treppe angemacht!« schrie der Größere. Er war 5 Jahre alt und sein Bruder war 1 Jahr jünger. Ihre Mutter war ausgegangen und nun standen sie ganz allein da oben. Viele Menschen auf dem Marktplatz fingen an zu weinen und der Feuerwehrhauptmann sah besorgt aus. Es war zwar eine Leiter auf dem Feuerwehrauto, aber sie reichte bei weitem nicht so hoch hinauf. Ins Haus hineinzugehen, um die Kinder zu holen, war unmöglich. Die Menschen auf dem Marktplatz wurden von Verzweiflung gepackt, als ihnen klar wurde, dass man den Kindern nicht helfen konnte. Und die armen kleinen Wesen standen da oben und weinte. Es konnte nur noch wenige Minuten dauern, bis das Feuer die Dachstube erreicht hatte. Mitten unter den Menschen auf dem Marktplatz saß Pippi auf ihrem Pferd. Sie schaute interessiert das Feuerwehrauto an und überlegte, ob sie sich auch eins kaufen sollte. Es gefiel ihr gut, weil es rot war und weil es solchen Krach gemacht hatte, als es durch die Straßen fuhr. Dann sah sie in das prasselnde Feuer und sie fand es schön, wenn ein paar Funken auf sie fielen. Schließlich bemerkte sie auch die beiden Jungen in der Dachstube. Zu ihrem Erstaunen schienen sie das Feuer nicht besonders spaßig zu finden. Das war mehr, als sie verstehen konnte, und schließlich fragte sie die Leute, die neben ihr standen. »Warum schreien die Kinder?« Zuerst bekam sie nur Schluchzen zur Antwort, aber schließlich sagte ein dicker Herr, »Ja, was denkst du denn? Glaubst du nicht, dass du auch schreien würdest, wenn du da oben ständest und nicht runter könntest?« »Ich schreie niemals«, sagte Pippi, »aber wenn sie durchaus runterkommen wollen, warum hilft ihnen niemand?« »Natürlich deswegen, weil es nicht geht«, sagte der dicke Herr. Pippi überlegte eine Weile. »Kann jemand ein langes Seil beschaffen?«, fragte sie. »Was soll das für einen Zweck haben?«, sagte der dicke Herr. »Die Kinder sind zu klein, um an einem Seil herunterzuklettern. Und wie willst du überhaupt das Seil zu ihnen hinaufkriegen?« »Hoho, man ist schließlich auf dem Meer gesegelt«, sagte Pippi ruhig. »Ich will ein Seil haben.« Keiner glaubte, dass es einen Zweck hätte, aber wie dem auch sei, jedenfalls bekam Pippi ein Seil. In der Nähe des Wolkenkratzers stand ein hoher Baum. Die Krone des Baumes war ungefähr in gleicher Höhe mit dem Fenster der Dachstube. Aber zwischen Baum und Feuer war ein Abstand von mindestens 3 Metern und der Baumstamm war glatt und ganz ohne Äste, auf die man hätte treten können. Nicht einmal Pippi hätte hinaufklettern können. Das Feuer brannte, die Kinder in der Dachstube schrien und die Menschen auf dem Marktplatz weinten. Pippi stieg vom Pferd und ging zu dem Baum. Dann nahm sie das Seil und band es an Herrn Nilssons Schwanz fest. »Jetzt musst du Pippis braver Junge sein«, sagte sie. Sie setzte ihn auf den Baumstamm und gab ihm einen kleinen Puff. Er verstand sehr gut, was er tun sollte, und er kletterte gehorsam am Baumstamm hoch. Für einen Affen war das ja keine Kunst. Alle Menschen auf dem Marktplatz hielten den Atem an und schauten auf Herrn Nilsson. Bald hatte er die Baumkrone erreicht. Da saß er auf einem Ast und guckte zu Pippi herunter. Sie winkte ihm, dass er wieder herunterkommen sollte. Das tat er, aber er kletterte auf der anderen Seite vom Ast herunter, sodass das Seil sich um den Ast legte. Und als Herr Nilsson wieder unten ankam, hing es mit beiden Enden zur Erde herunter. »Du bist so klug, Herr Nilsson, dass du jederzeit Professor werden könntest«, sagte Pippi und löste den Knoten auf, mit dem das eine Seilende an Herrn Nilssons Schwanz festgebunden war. Ganz in der Nähe wurde gerade ein Haus repariert. Pippi lief hin und suchte sich ein langes Brett. Sie nahm es unter den Arm, lief zum Baum, griff das Seil mit der freien Hand und stemmte sich mit den Füßen gegen den Baumstamm.
Schnell und behende kletterte sie am Baumstamm hoch und die Leute hörten vor lauter Verwunderung auf zu weinen. Als sie die Baumkrone erreicht hatte, legte sie das Brett quer über einen dicken Ast und schob es vorsichtig hinüber zum Fenster der Dachstube. Und jetzt lag das Brett wie eine Brücke zwischen Baumstamm und Fenster. Die Menschen unten auf dem Platz standen ganz still. Vor lauter Spannung konnten sie nichts sagen. Pippi kletterte auf das Brett. Sie lächelte die beiden Jungen am Dachfenster freundlich an. »Wie traurig ihr ausseht«, sagte sie, »habt ihr Bauchschmerzen?« Sie lief über das Brett und sprang in die Dachstube hinein. »Warm ist es hier«, sagte sie. »Hier braucht ihr heute kein Feuer mehr anzumachen, das garantiere ich. Und morgen höchstens 4 Stücke Holz in den Ofen, das reicht.« Dann nahm sie einen Jungen unter jeden Arm und kletterte wieder auf das Brett. »Jetzt sollt ihr endlich mal ein bisschen Spaß haben«, sagte sie. »Das ist beinahe so wie auf dem Seil balancieren.« Und als sie in der Mitte des Brettes war, hob sie ein Bein hoch, genau wie sie es im Zirkus gemacht hatte. Da ging es wie ein Sausen durch die Volksmenge unten auf dem Marktplatz. Und als Pippi gleich danach ihren einen Schuh verlor, fielen mehrere ältere Damen in Ohnmacht. Aber Pippi kam glücklich und wohlbehalten mit den beiden Jungen zu dem Baum hinüber und da schrien alle Leute unten »Hurra!« so dass es wie ein Dröhnen in den dunklen Abend stieg und das Rauschen des Feuers übertönte. Jetzt holte Pippi das Seil heran und band das eine Ende an einem Ast fest. Dann band sie den einen der Jungen an das andere Ende des Seils und ließ ihn langsam und vorsichtig zu der überglücklichen Mutter hinunter, die auf dem Platz stand. Sie warf sich sofort auf ihren Jungen und drückte ihn mit Tränen in den Augen an sich. Aber Pippi schrie, »Mach das Seil los! Hier ist noch ein Kind und fliegen kann es ja nicht!« Und einige Leute halfen, den Knoten aufzubinden, sodass der Junge frei wurde. Pippi konnte ordentliche Knoten machen, das hatte sie auf See gelernt. Sie holte sich wieder das Seil heran und jetzt war der andere Junge an der Reihe, hinabgelassen zu werden. Nun war Pippi allein oben im Baum. Sie lief auf das Brett und alle Leute schauten zu ihr hinauf und waren gespannt, was sie tun wollte. Pippi tanzte auf dem schmalen Brett hin und her. Sie hob und senkte die Arme so schön und sang mit heiserer Stimme, die man unten auf dem Marktplatz kaum hören konnte. »Es brennt ein Feuer, das brennt so hell, es brennt in 1000 Kränzen, es brennt für dich und brennt für mich und brennt zu unseren Tänzen.« Je weiter sie sang, desto wilder tanzte sie und viele auf dem Marktplatz schlossen vor Schreck die Augen, weil sie glaubten, dass Pippi hier herunterfallen würde. Aus dem Fenster der Dachstube schlugen große Flammen und in ihrem Feuerschein konnten sie Pippi ganz deutlich sehen. Sie hob die Arme gegen den Abendhimmel und während ein Funkenregen über ihr niederging, schrie sie laut, »So ein lustiges, lustiges, lustiges Feuer!« Jetzt machte sie einen Sprung zum Seil. »Hey!« schrie sie und sauste wie ein Blitz zur Erde hinunter. »Ein vierfaches Hurra für Pippi Langstrumpf! Sie soll leben!« schrie der Feuerwehrhauptmann. »Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!« schrien alle. Aber jemand schrie fünfmal. Und das war Pippi.